Manchmal ist man als Prediger, auch wenn man sich vorbereitet und betet und den Herrn sucht, nicht ganz sicher, ob das jetzt das Thema ist, was jetzt dran ist. Aber heute bin ich das. Andere Male auch. Ja. Es ist wirklich nicht abgesprochen. Ja, und ich fand das interessant, die große Betonung, gerade im ersten Teil des Lobpreises war Freude. Dann kommt der Kalli zum Abendmahl und er spricht über Freude. Was denkst du, worüber ich spreche? Freude und Zuversicht und Hoffnung kultivieren durch den Heiligen Geist. Das ist meine Botschaft. Halleluja. Lass uns gehen. Wir beginnen mit Philipper Kapitel 4, Vers 19. Und da ist eine wunderbare Aussage. Mein Gott aber befriedige alle eure Bedürfnisse, alle eure Bedürfnisse, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Halleluja. Alle unsere Bedürfnisse, die wir haben, nicht alle Wünsche, aber alle Bedürfnisse sollen befriedigt werden, und zwar nach dem Reichtum an Herrlichkeit in Christus Jesus. So, wo ist der Ort, wo diese Wünsche oder diese Bedürfnisse des Herzens, sagen wir mal so, wo die erfüllt werden? In Christus. Nirgendwo anders, nicht in der Welt, nicht in unseren eigenen Gedanken. In Christus wird das erfüllt. Und wie gut, dass wir in Christus sind. Halleluja. Durch Gott aber seid ihr in Christus. Wir wurden versetzt in eine neue Lebensdimension. Und wenn du Jesus dein Leben gegeben hast, von neuem geboren bist, dann bist du jetzt in Christus. Das heißt, du bist an einem richtigen Ort, wo alle deine Bedürfnisse erfüllt und befriedigt werden sollen. Halleluja, Halleluja. Und es ist für mich absolut klar und deutlich und unübersehbar, dass eines unserer grundlegenden Bedürfnisse ist, dass wir uns wohlfühlen, dass wir innerlich stark sind, dass wir sicher sind, dass wir geborgen sind und dass wir erfüllt sind. Weil wir können nicht ein gutes Leben führen, wenn wir leer sind und gefrustet sind und uns unsicher fühlen. Und Gott selber hat diese Bedürfnisse in unser Herz hineingelegt. Und er möchte, dass wir eine solche Beziehung zu ihm entwickeln, wo diese Bedürfnisse gestillt werden. Das Problem ist nicht, dass wir diese Bedürfnisse haben. Das Problem ist, dass wir manchmal versuchen, diese Bedürfnisse woanders zu stillen. Das ist das große Problem. Ja? Die Bedürfnisse sind von Gott gegeben. Es ist so gemacht, dass da ein großes Loch in deinem Herzen ist. Aber nur Gott kann das ausfüllen. Und Gott möchte, dass wir eine solche Beziehung zu ihm haben, die auch unsere Seele, auch unsere Emotionen umfasst. Es ist für mich unfasslich, wie Menschen die Bibel lesen über Jahre und Jahrzehnte und sogar lehren und dann immer wieder betonen, aber es geht nicht um Gefühle. Es geht überhaupt nicht um Gefühle. Es geht um Gefühle. Es geht um Freude. Jesus, vorhin haben wir schon gehört, er sagt, diese Worte habe ich geredet, damit. Damit was? Damit ihr meine Freude habt. So, Jesus hat die Absicht, Worte zu sprechen, und durch diese Worte soll Freude kommen. Sein Ziel, das Endergebnis seiner Message ist Freude. Und dann kommen Leute und sagen, ja, aber bitte keine Gefühle. Das ist so, wie wenn du einem Verliebten sagst, also Liebe schön und gut, aber achte darauf, dass das nicht in Gefühle ausartet. Das ist doch krank, so etwas. Nimm die Gefühle aus der Liebe und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Ich rede nicht davon, wir rennen Gefühlen hinterher. Und die Bibel redet nicht davon, wir rennen Gefühle hinterher. Aber wenn wir dem Herrn hinterhergehen und mit ihm so leben, wie wir leben sollen und wie das Wort es beschreibt, dann ist es unvermeidlich, dass in unseren Emotionen etwas passiert und dass wir das erleben, was die Bibel Sättigung nennt, Freude nennt, Erfüllung nennt. Das will Gott uns schenken. Und zwar eben auf eine Art und Weise, die uns nicht kaputt macht, die uns nicht leer zurücklässt und wo wir dann mit Kater aufwachen und sagen, ah Mann,
hat sich doch irgendwie nicht gelohnt, die ganze Sache, sondern eine bleibende, tiefe Erfüllung und Freude. Ich glaube nicht, dass die Freude, von der die Bibel redet, eine Freude ist, wo wir jeden Tag mit schallendem Gelächter durch die Landschaft laufen. Ich glaube nicht so etwas, ja. Aber es ist ein tiefes, tiefes Erfülltsein und im Frieden sein, in Geborgenheit, in Sicherheit sein, im Schutz sein, in der Gewissheit sein. Wir sind in der Hand Gottes, egal was da jetzt für Herausforderungen sind. Es wird alles gut werden. Es wird alles gut werden. Und Gott ist mit uns und wir sind nicht hilflos. Wir sind nicht alleine. Wir sind nicht überfordert. Wenn wir glauben, wir sind überfordert, dann glauben wir Lügen. Wir sind nicht überfordert. Gott hat die Umstände unseres Lebens angeschaut und hat sie so geformt, dass sie genau richtig sind, uns herauszufordern, aber in uns das zu entwickeln, was er in unserem Leben entwickelt haben möchte. Gott hat nicht weggeschaut und dann prasseln die Umstände über dich zusammen. Das sind alles Lügengefühle, die uns sagen, ja, wenn Gott mich lieben würde, dann würde er sowas nie zulassen. Weil Gott dich liebt, lässt er diese Dinge zu, diese Herausforderungen, um dich zu entwickeln, um dich zu dehnen, um dich zu verändern, um noch mehr die Kapazität zu steigern, Frucht zu bringen. Das ist sein Ziel. Darum geht es. Du sollst Frucht bringen, die den Herrn verherrlicht. Das ist deine Berufung. Darum geht es. Halleluja. So, Jesus redet Worte mit dem Ziel, seine Jünger sollen Freude haben. Wie kann da jemand die Bibel lesen und sagen, ja, aber es geht nicht um Gefühle. Natürlich geht es um Gefühle. Natürlich. Das Wort ist so klar. Das Reich Gottes, was ist das Reich Gottes? Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Das ist in Römer irgendwo 14. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und die Schrift ist voll von solchen Aussagen, ja. Und diese Freude ist nicht irgendwie eine oberflächliche Albernheit oder irgendwas, was Billiges. Und die kommt nicht zustande, indem der Prediger ein paar Witze irgendwie vom Stapel lässt, die er noch kurz vorher aus dem Internet irgendwo geholt hat, aus irgendeiner Witzdatenbank oder so. Das ist alles nicht gemeint, ja. Und wir brauchen diese Freude, um durchzuhalten, um standzuhalten, um nicht aufzugeben. Die Freude am Herrn ist eure Stärke, hat Nehemia gesagt. Und da ist diese Stärke, das ist eine Bergfeste. Und eine Bergfeste ist für den Feind sehr schwer einzunehmen, weil er muss nämlich den Berg sich hocharbeiten. Und die sich in der Festung verschanzt haben, die sind nun mal in dem Vorteil, dass sie oben sind. Und sobald der Feind nahe kommt, können sie wahlweise heißes Pech oder Steine oder irgendwas anderes einfach über die Mauer kippen und den Feind damit segnen. Die sind in einer überlegenen Position, weil das Schwerkraft geht nun mal nach unten und er muss gegen die Schwerkraft antreten und die Steine fliegen gemäß der Schwerkraft nach unten und das heiße Pech auch. Freude am Herrn ist ein Schutz, ist ein Segen, ist eine Kraftausstattung und die ist absolut notwendig, um zu überwinden. Und wenn wir auch in bestimmten heißen Kämpfen nicht mehr die aktuelle Freude haben, aber wir haben so viele freudevolle Erlebnisse mit dem Herrn gehabt, an die wir uns sehr, sehr lebhaft erinnern können und wir wissen, das ist nicht das Ende, das Größte und das Beste kommt ja noch und deswegen kann die Aussicht auf die kommende Freude uns stark machen, durch Bedrängnisse, durch Kämpfe zu gehen. Jesus selber hat diesen Segen erlebt. Hebräer 12 heißt es, um der vor ihm liegenden Freude willen hat er das Kreuz erduldet. Er hatte keine Freude am Kreuz gehabt, aber er kannte seinen Vater, hat fantastische Gebetszeiten gehabt und kannte die Gegenwart Gottes, kannte darin, sich zu füllen und zu bergen und zu trinken und zu nehmen. Und er wusste, das Größte kommt noch. Und er wusste, das ist die allergrößte Freudenfeier, wenn er zurückkommt und hat den ganzen Willen Gottes getan. Und das Herz des Vaters wird erfreut werden, weil Millionen und Millionen und Millionen von Menschen, die einmal dem Teufel gehört haben, zurückkommen zum Vater im Himmel. Und Jesus würde die Braut bekommen. Das war seine Freude. Und die Aussicht auf diese Freude, die noch vor ihm lag, die hat ihn befähigt, durchzugehen.
Und so ist es mit uns. Wir müssen durch unsere Kämpfe und Schwierigkeiten und Herausforderungen durchgehen. Und wir brauchen Freude, wir brauchen Erfahrungen der Freude in der Gegenwart Gottes. Ja? Noch einmal, ich kann nicht verstehen, wie Menschen jahrzehntelang die Bibel lesen und diesen wichtigen Aspekt irgendwie ignorieren und sagen, ach, ihr Charismatiker, ihr wollt immer nur Gefühle. Nein, wir wollen stark werden im Herrn. Und da habe ich gerade neulich ein Video gelesen und der war nicht müde, in diesem halbstündigen Video immer wieder zu betonen, ja, aber Auferbauung im Glauben hat nichts mit Gefühle zu tun, überhaupt nichts mit Gefühle. Wenn du auferbaut bist im Glauben, dann bist du dir gewiss, Gott ist mit mir, er ist meine Hoffnung, es wird alles gut werden. Und wenn du das wirklich glaubst, du kannst Friede und Freude nicht unterdrücken, das ist unmöglich. Diese Gewissheit, es wird alles gut werden. Der Sieg steht schon fest, das Ende ist schon aufgeschrieben. Es wird alles wunderbar werden. Löst Freude in dir aus. Das ist einfach so. So zu erzählen, Auferbauung im Glauben hat nichts mit Freude zu tun. Ich weiß nicht, wie solche Menschen die Bibel lesen. Der Tabler, er war auch sehr ernst. Er war auch sehr verkniffen irgendwie. Ja, kein Wunder, wenn man sowas glaubt. Ja, ich möchte lieber das Wort Gottes glauben. Ja. Halleluja. Und Jesus lockt uns und er motiviert uns. Ja? Da ist dieses Wort, was wir hören wollen. Geh ein, gut gemacht, du treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Herrn. Und er sagt, da ist diese gewaltige Freude. Bleib dran, bleib konsequent, mach keine Kompromisse, geh durch. Am Ende winkt die Belohnung. Und was ist die Belohnung? Himmlische, unaussprechliche Freude. Ja, aber nicht so viel von Freude reden. Hallo, was soll denn das? Wo kommt denn sowas her? Und das war der Dienst von Paulus. So hat Paulus seinen Dienst verstanden. Ja? Jetzt muss ich diese Schriftstelle hier finden. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 24. Wir wollen nicht Herren sein über euren Glauben, sondern Gehilfen eurer Freude. So hat er seinen Dienst verstanden. Er will helfen, dass die Gläubigen sich mehr freuen im Herrn. Wer kann denn sagen, es geht nicht um Freude und bloß nicht Gefühle? Gefühle sind gefährlich, Gefühle sind köstlich, wenn es die richtigen sind. Halleluja. Ja. Und dann in Philipper 1, 25. Weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben werde. Vorher hat er überlegt, wäre eigentlich besser, jetzt zum Herrn zu gehen für ihn. Ja, aber er wird bleiben und ich will auch gerne bei euch verbleiben zu eurer Förderung im Glauben, Förderung und Freude im Glauben. Was verspricht er sich von seinem Dienst, den er noch tun wird? Förderung von Freude im Glauben. Das war das Resultat, das er erwartet hat von seinem Dienst. Gott ist ein Gott von Freude und Gott möchte, dass wir seine Freude haben. Und er gibt uns klare Anleitung im Wort, wie wir wachsen können in der Freude. Johannes hat seinen Dienst genauso verstanden. 2. Johannes 1, Vers 12. Ich hätte euch viel zu schreiben, will es aber nicht mit Papier und Tinte tun, sondern ich hoffe, zu euch zu kommen und mündlich mit euch zu reden. Warum? Damit ihr alle ganz ernst seid, alle ganz bedrückt, alle ganz entmutigt, alle ganz leer, damit eure Freude vollkommen sei. So, er hat sich gedacht, wenn ich da hingehe und wenn ich das tue, was der Heilige Geist mir gibt, dann wird es Resultate geben bei meinen Zuhörern und die werden sich freuen. Halleluja. So hat Johannes seinen Dienst verstanden. So hat Paulus seinen Dienst verstanden. Wie viele Beweise brauchst du noch? Es geht um Freude. Aber nicht um Freude über Schnäppchen oder über irgendwelche Witze, die dir per WhatsApp dazu geschickt werden oder kleine Filmchen oder irgendwas. Es ist die Freude am Herrn. Weil er absolut erfreulich ist und davon können die Engel ein Lied singen und nicht nur ein Lied, sondern seit Ewigkeiten singen sie Lieder davon, dass Gott zu sehen Freude ist. Die auf den Herrn sehen, werden strahlen vor Freude.
Halleluja, Halleluja. So viele Schriftstellen in der Bibel, die davon handeln. Und Gott möchte, dass wir ihn erleben. Er möchte nicht, dass wir Gefühlen hinterherrennen, dass wir gefühlsabhängig werden wie ein seelischer Christ. Nein, ein geistlicher Christ ist stabil und beständig und er tut die richtigen Dinge, egal wie er sich gerade fühlt. Aber da ist dieser Grundton von Zuversicht, dieser Grundton von Freude, dieser Grundton von oh, ich bin erfüllt in ihm. Das ist, was Jesus gesagt hat. Er gibt Wasser und wenn wir Durst haben, sollen wir kommen und dann können wir trinken. Und wenn wir davon trinken, werden wir keinen Durst mehr haben. Die Leute in der Welt sind durstig und sie rennen und sie probieren dies, sie probieren das und sie probieren jenes. Und je mehr sie probieren, umso schlechter geht es ihnen. Und alles, was ihnen dann noch an Lied einfällt, I can't get satisfaction and I try and I try and I try. Das kommt aus meiner Jugend. Einige von euch kennen das überhaupt nicht. Die hießen Rolling Stones und die heißen immer noch so. Ich suche Befriedigung, aber ich kann es nicht finden und ich versuche und ich versuche und versuche. Aber Mensch, hätte er doch versucht, oder er könnte es ja immer noch, ist ja noch immer die Gnadenzeit für Herrn Mick Jagger, ist ja noch da. Er könnte ja zu diesem Wasser des Lebens kommen, wo man den Durst gestillt bekommt. Und zwar ohne Nebenwirkungen. Halleluja. Das Wasser des Lebens, das Jesus gibt, umsonst. Oh, Halleluja. Und dieses Wasser des Lebens, das Jesus anbietet, was ist das? Er sagt, wenn ihr das trinkt, es wird eine Quelle in euch und diese Quelle quillt in das ewige Leben. Und es wird genau erklärt vom Johannes, was dieses Wasser des Lebens ist, das unseren Durst stillt und das uns sättigt und befriedigt. Es ist der Heilige Geist. Deswegen heißt es Friede und Freude, Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Johannes 7, 37, wen der dürstet, der komme zu mir und trinke. Und dieses Wasser, das wir trinken, das wird uns sättigen, aber dann wird es eine Quelle in uns und dann fließt es aus uns heraus und Ströme lebendigen Wassers fließen dann von uns zu anderen. Und jetzt erklärt er, was er, wovon er redet. Das sagte er aber von dem Heiligen Geist. Welchen empfangen sollten die, die an ihn glauben, aber er war noch nicht ausgegossen. So dieses Wasser des Lebens, das uns erfrischt und belebt und stärkt und ausrüstet und diese tiefe Sättigung gibt, das ist der Heilige Geist. Und wenn wir Gott erleben wollen, wenn wir wirklich Raum machen wollen, dass er sein Werk in uns tun kann und kann uns beleben, dann brauchen wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Es kommt nicht vom Vater, es kommt nicht von Jesus, es kommt vom Heiligen Geist. Und darum sagt Paulus, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist sei mit euch allen. Ihr müsst alle die Gemeinschaft haben, weil mein Ziel ist, ihr sollt Freude haben. Darum müsst ihr Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist, der Geist der Freude ist. Und Paulus gibt klare Anweisungen, wie wir voll werden, nachdem wir schon getauft sind im Heiligen Geist, wie wir immer wieder voll werden. Werdet immer wieder erfüllt von Heiligem Geist, heißt es in Epheser Kapitel 5. Und das hat etwas mit Anbetung zu tun, das hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Das hat Reini heute schon betont. Dankbarkeit und Freude sind ein Paar Schuhe. Das gehört zusammen. Und wo keine Dankbarkeit ist, kann keine Freude sich ausbreiten. Weil Unzufriedenheit schon der erste Schritt, wie ich das gestern gesagt habe, hinein in die Rebellion ist. Und deswegen sollen wir dankbar sein in allen Dingen, in allen Situationen, auch wenn es schwer ist. Wir haben so viele Gründe, auch wenn es schwer ist, dankbar zu sein. Ein Grund wäre, es könnte ja noch schlimmer sein. Da haben wir doch einen dicken, großen Grund. Ja? Und dann haben wir noch einen anderen Grund. Es ist bald zu Ende und es wird bald wunderbar sein. Ja? Nur noch wenige Jahrzehnte und auch der Letzte von uns ist beim Herrn, wenn Jesus noch nicht wiedergekommen ist. Auch die Jugend. Halleluja, nur noch wenige Jahrzehnte, halte durch, halte durch. Der Herr ist nah, wenn er nicht kommt, du kommst zu ihm. Halleluja. Und wir brauchen diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Er ist der, der dieses Wasser des Lebens gibt. Er ist der, der uns erfrischt und belebt und der uns erfüllt. Wir haben eine schöne Übersetzung gefunden
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Doch, hier. Da. Psalm 36, Vers 9. Ich kenne diese Stelle schon. Aber hier gibt es eine interessante Übersetzung. Ich lese mal Schlachter vor und dann lese ich mal die andere Übersetzung vor, die ich aus dem Internet habe. Psalm 36. Psalm 36, Vers 9, hier heißt es, sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens. In deinem Licht schauen wir das Licht. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Das ist dieser Strom der Liebe. Dieses Wort dort bedeutet Liebeslust. So, und da habe ich eine andere Übersetzung gefunden. Und da heißt es, sie werden trunken von den reichen Gütern deines Hauses. Mit dem Strom deiner Wonne tränkst du sie. Was für eine schöne Übersetzung. Sie werden trunken von den Gütern deines Hauses. Hast du dich schon mal gefragt, warum zu Pfingsten die Leute gesagt haben, als der Heilige Geist ausgegossen wurde, ja, die sind ja betrunken? Ja, ganz logisch, weil die ja in fremden Sprachen gesprochen haben und die allermeisten das nicht verstehen haben. Was für eine komische Erklärung. Hätten wir heute einen koreanischen Bruder zu Gast und sein Bruder kommt nach vorne, gibt ein Grußwort, aber wir haben keinen Übersetzer, der redet koreanisch, würden wir dann denken, der ist trunken? Nein, wir würden dann sagen, bitte übersetzen. Ja? Aber keiner kommt auf die Idee, der ist trunken. Nur weil der eine Sprache spricht, die wir nicht verstehen. So, es muss andere Anzeichen geben, die den Schluss zulassen, der ist ja betrunken. Ja? Sie waren voll des süßen Weins, sie waren überglücklich und die Freude kam aus allen Knopflöchern raus. Und da war nichts mehr zu halten und sie waren einfach nur selig, glückselig in diesem Strom des Lebens. Und deswegen, weil sie sich nicht ganz normal benommen haben, deswegen haben die anderen an ihrem Verhalten gesehen, ja, die sind ja trunken. Und das um 9 Uhr morgens, ein Skandal. Früher hatte man ja später angefangen. Heute kann man schon früh morgens Betrunkene auf der Straße sehen am Bahnhof. Aber früher war das noch ein bisschen gesichteter. Da fing das erst am Nachmittag an. Ja. Der Heilige Geist kann uns erfüllen, sodass wir wirklich nicht mehr wissen, wohin damit. Halleluja. 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 Als der Heilige Geist kam und wir in einer neuen Weise erlebt haben vor 25 Jahren. Meine liebe Frau, das ist ein Baptistenmädel, die ist total sauber aufgewachsen. Und der Heilige Geist kam und sie war so trunken im Geist, wir mussten sie zu zweit zum Parkplatz schleppen, damit sie ins Auto verfrachtet werden konnte. Und das war keine Show. Und als ich das gesehen habe, hatte ich Offenbarung bekommen, was Pfingsten passiert ist. Als ich das gesehen habe, auf einmal leuchtet die Schriftstelle, die sind ja trunken. Und mir ging es dann ähnlich. Und einmal hat eine Zivilstreife mich angehalten, weil ich Schlangenlinie gefahren bin. Und ich musste in ein Röhrchen pusten. Aber da war nichts. Ich habe ihm gleich gesagt, das wird nichts, da kommt nichts. Ich habe keinen Tropfen getrunken. Ja, wir müssen aber testen, sie fahren komisch. Und es gibt Situationen, wo wir den Heiligen Geist so stark erleben, wo wir von ihm überwältigt werden. Aber auch wenn das nicht die Norm ist und das nicht von Montag bis Sonntag der normale Lebensstil ist, aber wir brauchen diese Sättigung, diese Befriedigung, diese tiefe Erfahrung. Sonst werden wir, wie ich das gestern schon gesagt habe, in großer Gefahr sein, unsere Befriedigung irgendwo anders zu holen. Und die Angebote sind um uns herum und sie sind leicht verfügbar. Aber sie sind zerstörerische Angebote, die schön glitzern und die unsere Seele kaputt machen und die den Tod bringen in unsere Liebesbeziehung mit dem Herrn. Und unsere Seele vergiften. So, wir haben das Original und wir wollen davon reichlich Gebrauch machen. Wir wollen diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist wirklich aktiv suchen. Paulus sagt,
Ihr alle, ihr sollt die Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Wann hast du das letzte Mal Gemeinschaft gehabt mit ihm? Wann hast du dich bei ihm bedankt? Wann hast du dich an ihn gewandt? Wann hast du gesagt, hier die Schrift sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, komm und zeig mir mehr von der Liebe des Vaters. Und da sind so viele eingeschüchterte Christen irgendwie, und ich weiß nicht, wo diese Bedenkenbotschaften irgendwie von ihnen aufgelesen wurden, aber da haben sie die wildesten Ideen. Ich habe einmal in einer Gemeinde gelehrt, es waren nur Mitarbeiter, eine sogenannte geisterfüllte Gemeinde, nur Mitarbeiter, und ich lehre über den Heiligen Geist. Und jemand meldet sich und sagt, ich habe aber in meiner Bibel gelesen, dass man nicht mit dem Heiligen Geist reden darf. Ich sage, ich weiß nicht, was du liest, aber in der Bibel gibt es keinen einzigen Vers, der uns verbietet, mit dem Heiligen Geist zu reden. Und das würde ja gar keinen Sinn machen. Der Heilige Geist ist Gott. Er ist die Person der Gottheit, die dir jetzt am allernächsten ist. Er arbeitet in dir, er wirkt in dir, er bringt dich vorwärts, er bringt das Wesen Christi in dir hervor. Er ist dein Helfer, dein Tröster. Und übrigens dieses Wort Parakletos, Helfer, was bedeutet das? Der zur Hilfe herbeigerufen. Also da hast du eine Schriftstelle, die ausdrücklich sagt, man muss mit ihm reden. Jemanden anzusprechen, sagen, komm, heißt, ich rede mit ihm. Ich soll ihn herbeirufen. Und hier ist eine kleine Klippe für deinen Verstand. Und ich möchte dich bitten, da nicht zu lange drüber nachzudenken. Ja, wie kann das sein? Der Heilige Geist ist ja in mir. Jetzt soll ich ihn rufen. Wieso muss ich ihn rufen, wenn er schon da ist? Das verstehe ich jetzt nicht. Das musst du mir mal erklären. Ich kann es dir nicht erklären, aber ich kann dir sagen, der Heilige Geist wohnt in dir und du sollst ihn rufen. Und jetzt kannst du zwei Dinge tun. Du kannst der Schrift gehorchen oder du kannst sagen, das müssen wir erstmal ergründen. Das müssen wir erstmal verstehen. Bevor ich jetzt tue, was die Schrift sagt, muss mir das Sinn machen. Und wenn mir das keinen Sinn macht, dann werde ich das nicht tun. Wenn Gott sagt, rufe den Heiligen Geist, dann meint er, rufe den Heiligen Geist. Und dann sagst du, aye, aye, Sir, und dann ist die Sache geregelt. Ja? Wie beim Militär, ein Befehl ist ein Befehl. Da sagst du, ja, das macht jetzt für mich keinen Sinn, da müssen wir mal drüber reden. Nein, da müssen wir nicht drüber reden, wir müssen gehorsam sein. Wir sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Was hat Jesus gesagt? Johannes 14, Vers 17, der Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Ihr aber, ihr Jünger, ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Hast du mal darüber nachgedacht, was das für eine seltsame Begründung ist? Du kennst den Heiligen Geist, weil er in dir ist. Was ist denn das für eine Begründung? Da fehlt doch etwas. Du kennst den Heiligen Geist, weil er in dir ist und weil du klug genug bist, mit dem mal Kontakt aufzunehmen, wenn er schon so nah ist. Das ist doch gemeint. Die Tatsache, dass er nahe ist, ist nicht die Begründung, dass du ihn kennst. Als Kind, meine Eltern haben nicht viel Geld gehabt und wir hatten nur eine kleine, drei- oder vier-Zimmer-Wohnung. Ja? Und weil sie nicht genug Geld hatten, haben sie ein Zimmer vermietet. Das weiß ich, er war ein kleiner Steppke. Und da hatten wir eine Untermieterin, die wohnte in unserer Wohnung. Und die hatte einen schwarz-gelben Bademantel an und lief von ihrem Zimmer zum Bad und wieder zurück. Das ist alles, was ich von der Frau Bode gesehen habe. Ich habe nie mit dieser Frau Bode gesprochen. Ich kannte die nicht. Die wohnte bei uns und ich kannte sie nicht. Warum? Weil ich nie Kontakt aufgenommen habe, weil ich nie geredet habe. So wie Jesus sagt, ihr kennt den Heiligen Geist, denn er bleibt bei euch. Damit sagt er, und ihr seid natürlich klug genug, mal euch mit dem zu unterhalten und sagt, ich möchte dich gerne kennenlernen. Jesus sagt, ich kenne dich aber noch gar nicht, ich möchte dich kennenlernen. Wann hast du mal dem Heiligen Geist gesagt, ich will dich kennenlernen, ich will eine tiefe Freundschaft mit dir haben, ich will dir Raum geben in meinem Leben, ich will dich lieben, ich will dich ehren, ich will dich anerkennen, ich will, dass du den Platz in meinem Leben hast. Wann hast du das letzte Mal gemacht? Ich mache das andauernd. Und du, ja, aber jetzt bin ich ganz verwirrt. Ich dachte, ich soll zu Jesus beten und die anderen sagen, ich soll zum Vater beten. Jetzt kommst du mit dem Heiligen Geist. Ja, jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr Bescheid. Es ist total einfach. Wenn wir anbeten, wir machen den König groß. Mit der Hilfe des Heiligen Geistes. So wie wir sagen, komm, Heiliger Geist, mit dir werden wir jetzt Jesus verherrlichen.
Aber wenn du in ein Seelsorgegespräch gehst, er ist der Helfer. Und dann solltest du besser sagen, Heiliger Geist, du weißt, was diese Person braucht. Gib mir Weisheit, gib mir Einsicht, öffne mir die Augen, hilf du mir. Komm, gib mir die richtigen Worte, gib mir die richtigen Fragen. Und du arbeitest mit dem Heiligen Geist und während da dein Gegenüber, den du beraten sollst, erzählt und auf deine Fragen antwortet, hältst du Händchen mit dem Heiligen Geist und schaust auf nach ihm und sagst, was machen wir jetzt damit? Wie siehst du das? Und er sagt, nicht stichhaltig, der macht sich was vor. Okay, halt noch eine Frage. Und du nimmst diese falschen Begründungen auseinander und bringst Überführung oder bringst Ermutigung, bringst Trost, was auch immer. Der Heilige Geist will durch dich fließen. Dazu musst du ihn kennen. Um ihn fließen zu lassen, musst du mit ihm Kontakt haben. Du musst ihn kennen. Du musst Gemeinschaft mit ihm haben. Du musst ihm Raum geben. Und wenn er dich dann gebraucht, im Seelsorgespräch, bei der Krankenheilung oder Dämonen austreiben oder ein ermutigendes Wort zu geben oder mal vollmächtig zu beten oder eine Prophetie loszulassen, dann bitte vergiss eins nicht. Geh zurück zum Heiligen Geist und sag Danke. Du hast es gemacht. Das war nicht dafür da, um der Gemeinde zu zeigen, was für ein toller Kerl ich bin, sondern es war Ausdruck deiner Liebe. Du liebst Menschen, du willst Menschen segnen und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du sogar mich gebrauchst. Wir gehen zurück, nachdem er uns gebraucht hat und mach das zu einer Regel, weil das ihm gefällt. Aber und du hütest dich vor dieser Gefahr, streckst dich aus nach dem Heiligen Geist, er gebraucht dich machtvoll und dann benutzt du es und buchst es auf dein eigenes Konto und sagst, Gemeinde, habt ihr gesehen, wer hier den Geist hat? Habt ihr gesehen, wer hier vollmächtig ist und wer hier prophezeien kann? Und der Heilige Geist sagt, oh, er vergreift sich an der Ehre Gottes. Und Gott hat gesagt, meine Ehre gebe ich niemandem. Den können wir jetzt so nicht mehr gebrauchen, es sei denn, er kehrt um und tut Buße und bereut das und lernt in Abhängigkeit zu bleiben nach dem Segen. Das ist der entscheidende Punkt, in Abhängigkeit zu bleiben nach dem Segen und zu dem zurück, in der gesegnet hat und sich wirklich zu gründen in der Wahrheit. Der Grund, warum der Heilige Geist durch dich geflossen ist, weil er gerade keinen anderen hatte, nicht weil du die beste Wahl warst. Ja? Und weil du besonders qualifiziert bist und weil du besonders geistig bist. Es geht um sein Anliegen, Menschen zu segnen. Es geht um sein Anliegen, zu helfen, Rat zu geben und zu überführen und einfach Gutes zu tun. Das ist eine Sache zwischen ihm und Menschen in Not. Du bist nur der Überbringer. Und ich benutze immer dieses Beispiel vom Kellner. Und das ist ein gutes Beispiel. Mir fällt kein besseres ein und darum benutze ich das seit vielen, vielen Jahren. Sieh dich als ein Kellner. Ja, du gehst in ein gutes Restaurant und da bringt der Kellner ganz fachgerecht und gekonnt, jongliert er da mit dem Tablett und bringt die leckere Speise. Und wenn es ein gutes Restaurant ist zwischendurch oder spätestens am Ende, dann fragt er, je nachdem, wenn es in der Schweiz ist, hat's gepasst? Ja. Oder in Deutschland würde er sagen, ja, ob es gemundet hat. Da weißt du, das ist ein teures Restaurant, es macht dich auf die Rechnung gefasst. Hat es gemundet? Ja? Der Grieche sagt, da schmeckt's denn. Und er sagt, es hat gemundet. Ja? Das wird teuer. Und dann, ganz ehrlich, wie du bist, es war köstlich, es war wunderbar. Und was sagt dann der Kellner? Siehst du, das habe ich gewusst. Ich bin der beste Kellner weit und breit. Nein, er sagt, ich werde es dem Koch sagen, weil er weiß, wer die Speise bereitet hat und das ist der Koch. Und er ist bloß die 20 Schritte gelaufen von der Küche bis zu deinem Tisch, das ist keine große Leistung. Ja, und er weiß, die Ehre gehört dem Koch und er wird es an den Koch weiterleiten. Und du bist Kellner im Heiligen Geist, verstehst du? Und wenn der Heilige Geist dich gebraucht, mach das zu einer eisernen Regel. Geh in die Stille, geh in dein Zimmer und sag, Heiliger Geist, du hast mich gebraucht und du hast Menschen gesegnet, du hast hier Nöte behoben, du hast dies und du hast das gemacht. Du bist wunderbar. Und dass du mich gebraucht hast, bedeutet gar nichts. Du kannst sogar durch Esel sprechen, so ich will ganz, ganz bescheiden sein und nicht irgendwie denken, du hast durch mich gesprochen, das heißt, das Gefäß ist wichtig. Nein, der Inhalt ist wichtig. Der Inhalt ist wichtig und nicht das Gefäß. So, wir brauchen eine wirkliche Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Jesus prophezeit, wenn er kommt, ihr kennt ihn. So viele kennen nicht den Heiligen Geist.
und sie haben keine Beziehung zu ihm. Und sie entwickeln nicht eine Freundschaft mit ihm. Und sie sagen nicht, Heiliger Geist, ich weiß, ich habe es gelesen, schrecklich. Es könnte Dinge geben in meinem Leben, die dir wehtun, die dich betrüben. Bitte, 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 hilf mir, dass das nicht geschieht. Öffne mir die Augen für die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben, damit ich die abstellen kann. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber warum sollte ich eine Ausnahme sein? Hilf mir, das zu verstehen. Hilf mir, geöffnete Augen zu bekommen für harte, scharfe Worte der Anklage oder böswillige Kritik oder Lästerung oder was auch immer. Das meiste hat mit unserem Mund zu tun. Anklage und Zorn und Bitterkeit und diese Dinge, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und wenn wir eine Freundschaft haben wollen, dann müssen wir uns um diese Dinge kümmern, sonst bekommen wir keine Freundschaft. Erst wenn er sieht, du willst sensibel werden, du willst auf ihn eingehen, du willst ihn nicht mehr betrüben, dann sagt er, okay, ich komme dir näher. Aber wenn das nicht dein Interesse ist, dann bleibt er hübsch auf Distanz. Er ist da, aber du hast keine Gemeinschaft mit ihm. Er ist theoretisch, technisch da. Du hast es irgendwie in der Bibel. Ja, Jesus hat gesagt, er kommt und er ist in euch und er bleibt. Ja, aber du erlebst ihn nicht und du sollst ihn erleben. Und er bringt diese Erfüllung, diese Sättigung, dieses Wasser, von dem du nicht mehr dürsten wirst. Halleluja, das tut der Heilige Geist. So wollen wir wirklich uns danach ausstrecken, ganz bewusst eine Beziehung aufbauen zu ihm und mit ihm reden. Gemeinschaft ist Austausch, geben und nehmen. Das ist das griechische Wort Koinonia. Wie kann da jemand auf diese Idee kommen? Aber wir dürfen nicht mit dem Heiligen Geist, als wenn der gefährlich wäre, als wenn wir uns vor dem in Acht nehmen müssen. Und manche Leute reden über den Heiligen Geist. Das ist was ganz Schlimmes. Heiligen Geist, oh, da musst du ganz aufpassen. Da müssen wir jetzt ganz vorsichtig sein. Ja, hallo. Was denkt er über solche Sprüche? Er ist der Person, der Gottheit, die dir am nächsten ist. Der hat die ganze Arbeit mit dir. Er tut sein Werk. Er ist da. Er ist dein Helfer. Er ist dein Tröster. Und so viele Male darf er nicht trösten, weil du schon deine Tröster alle säuberlich aufgebahrt hast und aufgereiht hast und auf Vorrat schon für den Ernstfall schon deponiert hast. Die Trösterchen. Was immer die Trösterchen sind. Schokolade oder Alkohol oder irgendwelche verrückten Filme. Du hast das alles schon auf Vorrat für den Fall, dass es mal wieder schlechte Tage gibt. Und statt zum Tröster zu gehen, gehst du zu deinem erbärmlichen Trösterchen. Und er steht daneben und hat nichts zu tun und sagt, ich bin doch dein Tröster. Dieses Zeug kann dich nicht befriedigen. Denk doch mal nach, überleg doch mal, was wirklich unterm Strich dabei rausgekommen ist. Er ist unser Tröster und wir brauchen ihn. Ich werde es nie vergessen, das ist schon viele Jahre her, aber das war so ein eindrückliches Erlebnis. Ich packte gerade meine Koffer, um nach Kirgisistan zu gehen zum Dienst, eine Woche Dienst in der Bibelschule. Und in den letzten Tagen der Vorbereitung ist etwas Schreckliches passiert und ein Mensch, der mir sehr, sehr nah war, dem ich ganz, ganz, ganz hundertprozentig vertraut habe, hat auf einmal sich entpuppt als jemand, der hässliche Dinge über mich hinter meinem Rücken sagt. Das war wie ein Messer in den Rücken. Das war das erste Mal, dass ich so Verrat erlebt habe. Und das hat mich so niedergeworfen. Das hat mich so am Boden zerstört liegen lassen. Und das war ein Schmerz. Und ich dachte, morgen oder übermorgen muss ich nach Kirgisistan fliegen. Wie soll ich? Ich kann jetzt in Kur fahren. Ja, das könnte klappen. Ja. Aber eine Woche in Bibelschule. Das überlebe ich nicht. Was soll ich denen geben? Ich komme da, ich bin völlig leer und völlig kaputt und völlig am Ende. Aber gebucht ist gebucht. Da kann man nicht sagen, ja, liebe Geschwister, ich weiß, ihr braucht jetzt den Lehrer, den habt ihr ja lange vorbereitet schon und bestellt und der fällt jetzt aber aus wegen Halbdepression und wegen seelischer Schmerzen. Das geht doch nicht. Also ich setze mich in den Flieger, schleppe mich zum Flughafen, setze mich in den Flieger und sage, Heiliger Geist, jetzt haben wir 7 Stunden. Ich brauche jetzt eine Spezialbehandlung.
komm, du bist der Tröster, du siehst das alles, was da in mir in Scherben gegangen ist und du siehst diesen Schmerz und jetzt komm. Und ich habe mich da hingesetzt und einfach nur seine Hand ergriffen. Heiliger Geist, mein Tröster, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir. Und dann kam er und fing an, meiner Seele gut zu tun. Und als ich dann nach dem langen Flug ausstieg aus dem Flughafen, ich konnte schon wieder einigermaßen gerade ausgucken, und dann ging ich ins Bett und habe ein paar Stunden geschlafen und dann ging es ab in die Bibelschule. Und den ersten Teil meiner Lehre habe ich noch so einigermaßen durchgestanden. Und dann dachte ich, okay, das habe ich hinter mich gebracht, ab ins Bett. Und dann ging ich ins Bett und habe nochmal gesagt, komm, Heiliger Geist, mach du weiter. Und dann kam der Heilige Geist in einer solchen Intensität, mit einer solchen Salbung von Heilung und von Ermutigung und von Trost und Stärkung. Und es wurde immer schöner und immer besser. Eigentlich war ich müde und musste schlafen, weil nächsten Tag war der Dienst dann wieder dran. Aber ich habe mich gezwungen, wach zu bleiben, weil es so schön war, weil es so angenehm war, weil es so gut tat. Und ich habe da stundenlang auf dem Bett gelegen und einfach nur getrunken und getrunken und getrunken. Es gibt so viele Christen, die haben noch nie gesagt, Herr, lehre mich zu trinken. Aber Jesus sagt, das ist Glaube. Glaube ist, komm zu mir und trinke. Du musst fragen, das kann ich dir nicht erklären. Das ist keine Technik, die man irgendwie so weitergeben kann. Das hat etwas mit Erwartung zu tun, mit Offenheit und Hingabe und Glauben. Bitte den Heiligen Geist, dir beizubringen, wie man trinkt. Das ist eine lebenswichtige Aufgabe. Du musst lernen zu trinken. Und du trinkst das Wasser des Lebens und du wirst aufgebaut und du wirst ermutigt und du wirst gestärkt und du bekommst Gottes Perspektive für dein Leben. Und das Schöne war dann in dieser Woche in Kirchgesang, jede Nacht kam der Heilige Geist, die ganze Woche, jede Nacht. Und nach einer Woche, ich bin nach Hause geflogen, ich hätte gar kein Flugzeug gebraucht. Das war einfach so wunderbar. Das war einfach nur, ich war so wie total general überholt, ja. Vollkommen erfrischt und erneuert. Das kann der Heilige Geist von ganz unten dich nach ganz oben bringen und dich stark machen und dich ausrüsten. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wenn du das noch nie getan hast, dann spring über deinen evangelikalen Schatten und sag, Heiliger Geist, ich wage es jetzt. Bist du da? Kann ich dich kennenlernen? Komm, hilf du mir. Und er wird nach einer Weile sich bemerkbar machen und du wirst dieses Gefühl bekommen, aber es ist kein Gefühl ein physisches Gefühl, es ist ein geistliches Gefühl und seine Gegenwart wird anfangen, sich zu manifestieren und da ist dieser Strom der Wonne, dieser Strom der Liebeslust, wie es eigentlich heißt, ja, der dich drängt und du nimmst davon und du bekommst davon und du wirst aufgebaut und deine tiefsten Bedürfnisse werden gestillt. Und du weißt in deinem Innern, du erlebst es, du bist geliebt. Es ist eine Sache, Predigten zu hören über die Liebe Gottes und es ist eine total andere Sache, zu spüren, zu erleben. Ja. Der Geist Gottes gibt Zeugnis unserem Geist. Ja. Da ist der Geist Gottes und sagt, es wird alles gut, ich bin da. Bleib in der Ruhe, es wird gut werden, es geht gut aus. Mitten in einer Situation ohne Antworten und wo du keinen Ausweg siehst, er flüstert dir zu, such nicht verzweifelt einen Ausweg. Der Weg ist, ist dein Gott und er hat schon einen Weg bereitet. Ruhe in dieser Gewissheit, der Weg ist schon bereitet, der wird nicht erst gepflastert, der ist schon bereitet. Bleib du in der Ruhe. Viele Male, wir wollen irgendwas tun, wir wollen Situationen lösen und Auswege uns ausdenken, aber es ist einfach nur Unglaube. Das ist unsere Vorsorge für den Fall, dass er wieder mal sein Wort nicht hält. Aber er hält sein Wort und er kann nur dann sein Wort nicht halten, wenn wir vorschnell uns selber unsere Lösungen machen. Genauso wie der Tröster dich nicht trösten kann, wenn du mit einem Griff schon deine Trösterchen dir an Land ziehst. Deine Flaschen oder deine Pralinen oder irgendwas anderes. Und aus Frust den Kühlschrank leer futtern. Was soll der Tröster dann noch machen? Du hast eine Wahl getroffen. Du hast gesagt, das ist der reale Trost. Ist eine Lüge. Und der Heilige Geist sagt, nein, ich bin der Tröster.
Und er kommt nicht und erledigt den Rest, nachdem du dich voll gefuttert hast oder getrunken hast und irgendwas. Er sagt, entweder bin ich dein Tröster, dann lass die Trösterchen weg oder vergessen wir das. Er will dich ganz haben. Der Geist, der in dir wohnt, er begehrt und eifert, sagt es. Er will dich haben. Er will mit dir Gemeinschaft haben. Er will dir Schätze zeigen. Er will dir die Augen auftun. Er will dich belehren. Er ist dein Lehrer. Jesus sagt, wenn er kommt, er führt dich in alle Wahrheit. Wenn wir das wirklich glauben, dann nehmen wir die Bibel in Hand und bevor wir anfangen, hier oben den Motor anzuschmeißen in unserer Gehirnskiste, da sagen wir, Heiliger Geist, du bist mein Lehrer, du bist der Autor, du weißt genau, was das bedeutet und du öffnest mir die Augen und du hilfst mir, das zu verstehen und ich empfange jetzt von dir, tu du bitte jetzt, was Jesus versprochen hat, öffne mir die Augen und leite mich in alle Wahrheit. Wir können mit unserem Verstand, selbst wenn du Abitur hast, nicht die Bibel verstehen. Und wir lesen da alle möglichen Dinge raus oder rein, die mit dem Text gar nichts zu tun haben. Wir brauchen den Heiligen Geist. Er ist der Autor. Und er tut das, was Jesus den Jüngern damals getan hat. Er öffnete ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Das tut der Heilige Geist. Aber wir sollen das in Anspruch nehmen. Alles, was du von Gott je bekommst, kommt auf einem Weg, durch Glauben. Alles, was du je von Gott bekommst, kommt auf einem einzigen Weg und das ist durch Glauben. So, du musst glauben, dass der Helfer da ist, du musst glauben, dass dein Lehrer da ist, du musst glauben, dass es möglich ist, sogar dich in alle Wahrheit zu führen und du musst erwarten, dass er seinen Dienst jetzt tut und dann wird er tun. Und dann, wie David, öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Wort. Und dann entdeckst du Schätze, dann entdeckst du Zusammenhänge, du entdeckst Dinge, die hast du in keinem Buch gelesen, weil er es selber dich lehrt und er es selber dir erklärt, was da gemeint ist. Halleluja, Halleluja. Und eine ganz hervorragende und fantastische Art und Weise, diese Gemeinschaft zu pflegen mit dem Heiligen Geist, ist, ihn fließen zu lassen durch dich, indem du in Sprachen betest. Jesus sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen von dir und das ist der Heilige Geist. Und ein hervorragender Weg, ein vorrangiger Weg, wie der Geist von dir fließt, ist durch Worte. Und ein noch höherer und noch effektiverer Weg ist, Worte, die der Geist selber gibt. Sie wurden voll des Heiligen Geistes und sie fingen an zu sprechen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Der Heilige Geist hat eine fantastische, vollkommene Sprache und niemals betest du reinere Dinge, niemals sagst du wahre Dinge, als wenn du im Heiligen Geist betest. Und sagt, ja, aber das verstehe ich ja nicht. Das nützt mir alles nichts. Wer hat gesagt, dass es nicht nützt? Wo kommt das her? Wenn der Geist Gottes durch dich fließt und du Geheimnisse im Geist sprichst, dann tritt doch nicht schon wieder auf die Bremse. Ja, das verstehe ich ja alles nicht. Aber es ist da. Es ist aus deinem Mund herausgekommen, aus deinem Geist heraus in akustisch-physische Schallwellen und jetzt ist es in dieser Welt. Und wenn das Wort da ist, dann wirkt es und es wird nicht leer zurückkommen und es beeinflusst dein Leben. So wie Jakobus sagt, dass die Zunge, die nicht unter der Kontrolle des Heiligen Geistes ist, den ganzen Lebenskreis in Brand setzt und selber aus der Hölle entzündet ist. Und wir reden Fluch und Zerstörung und negative Dinge. So kann der Heilige Geist jetzt dein Leben in Brand setzen, aber in Brand für Gott, ohne dass du Zerstörung erlebst. Halleluja, Halleluja. Und du sprichst Worte des Lebens und die berühren dich, die berühren deinen Körper, die betreffen deine Familie, dein Haus, deinen Freundeskreis, deine Gemeinde, deine Stadt, dein Land, vielleicht andere Nationen. Ja, und es fließt aus dir heraus, es fließt aus dir heraus und es tut gewaltige Dinge, die du dir niemals ausdenken konntest, auf die du nie gekommen wärst, die menschlich nicht machbar sind, die einfach deinen Verstand sprengen. Ich bin aber auf einer Konferenz gewesen, eine Pastorenkonferenz, und in der Anbetung, da kam der Heilige Geist auf mich
Und ich öffne die Augen und ich sah da weit weg von mir einen jungen Bruder, den ich nicht kenne, mit dem ich keine Gemeinschaft hatte, den ich nicht kannte und nichts. Und der Heilige Geist kam auf mich und ich hatte das Gefühl, ich soll hingehen und soll irgendwie den segnen oder irgendwas Gutes sagen oder was oder so. Ich hatte keine Ahnung, aber ich hatte nur diesen Drang und ich ging hin zu diesem Bruder. Und dann legte ich Hände auf und ich dachte, jetzt kommt irgendwie eine Prophetie oder so. Und alles, was aus meinem Mund kam, ich überlege gerade, wie der Name hieß, alles, was aus meinem Mund kam, war der Name einer russischen Stadt. Das ist was, komischerweise, ich komme noch nicht mehr jetzt auf den Namen, ist egal. Wer die Geschichte kennt, kann mir helfen und mir den Namen sagen. Ja. So, ich sprach den Namen einer russischen Stadt, sogar noch verkehrt mit deutscher Betonung statt mit russischer Betonung. Mensch, sag mal, das gibt's doch gar nicht. Links vom Ural, eine große Stadt. Links vom Ural. Chelyabinsk. So, ach, super, genau. So, die sagen ja Chelyabinsk. Ja, aber ich sagte Chelyabinsk, weil ich ja Deutscher bin und ich kann ja kein Russisch. Ja? Und ich dachte, jetzt kommt ein Wort und ich öffne meinen Mund und wie beim Sprachenreden, man macht den Mund auf und spricht und Chelyabinsk und die Kraft Gottes kam, da lag auf dem Boot, ich kniete neben ihm und schrie mit aller Kraft das Wort Chelyabinsk in seinen Brustkorb. Das ist alles, was ich gemacht habe. Ich kam mir sehr dämlich dabei vor und denke, also Prophetie sollte irgendwie ein bisschen mehr beinhalten oder irgendwie... Ja, aber da kam nichts mehr, nur Chelyabinsk, so als ich fertig war, wirklich aus Leibeskräften das in seinen Brustkorb hineinzuschreien. Und ich merkte, mehr kommt nicht. Dann bin ich aufgestanden, bin wieder auf meinen Platz zurückgegangen. Der kam hinterher zu mir und sagt, er ist Russlanddeutscher und seine Eltern kommen von Chelyabinsk. Und sein Vater war Pastor in Chelyabinsk. Und Gott hat zu ihm gesprochen und das war die letzte Bestätigung. Er muss zurückgehen in die Stadt seines Vaters und Gemeinde bauen. Und das Letzte, was ich gehört habe von ihm, dass er eine große Gemeinde gebaut hat in der Stadt Chelyabinsk. Und er sagt, danke für das Wort, danke für das Wort. Ja, sowas kann man nicht machen. Das kannst du nicht konstruieren, das kannst du nicht planen und dir irgendwie vornehmen, ah, ich werde den Bruder mal segnen. Das sind Dinge, die entweder tut der Geist sogar jenseits deines Verstandes und deines Verständnisses, ja, oder es passiert eben nicht. Ja. Einmal habe ich in einer Bibelschule gelehrt und auch wieder dieses, ich spürte, der Geist kommt auf mich und da war Anbetung, waren so 20, 22 Schüler und so. Und dann ging ich zu einer Schwester, weil ich dachte, der Heilige Geist will irgendwas machen. Ja. Und da kam aber nichts. Und dann habe ich einfach in Sprachen gebetet. Und dann bin ich wieder weggegangen. Da kommt die Schwester zu mir und sagt, sag mal, kannst du Kiswahili? Ich sage, ganz sicherlich nicht. Und sie sagt, pass auf, meine Eltern waren Missionare bei den Maasai in Kenia und die sprechen Kiswahili. Und ich war da und bin da aufgewachsen und ich sollte das Werk übernehmen und als meine Eltern nicht mehr konnten, ich habe das Werk übernommen. Aber dann habe ich versagt und bin gescheitert und bin enttäuscht und frustriert weggegangen. Und seitdem habe ich das Gefühl, Gott schaut mich nicht mehr an und Gott interessiert sich nicht mehr für mich. Ich habe versagt, ich bin weggelaufen und mein ganzes Leben, mein ganzes geistiges Leben ist in Scherben. Und als du in Sprachen gesprochen hast, hast du auf Kiswahili zu mir gesprochen, wie ein liebender Vater zu seinem Kind spricht. Und ein Jahr später schrieb sie mir noch eine Postkarte und sagt, es ist alles gut und Gott hat Heilung geschenkt und ich weiß, mein Vater im Himmel ist für mich und Halleluja. So was kann man nicht machen, aber er kann und er will. So lasst uns Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Lasst uns ihn suchen und auf ihn eingehen, auf ihn warten, Händchen halten, ihn ehren, ihn anbeten. Ja, aber wir dürfen nicht zum Heiligen. Also, hör mal auf jetzt. Im nizänischen Glaubensbekenntnis 300, und das war deutlich dichter an Pfingsten, als wir heute sind. Wir glauben an den Heiligen Geist, der zusammen mit dem Vater und Christus angebetet wird. Das haben sie gesagt 300 Jahre nach Pfingsten. Und wir kommen, ja, aber bloß nicht mit dem Heiligen Geist. Hallo.
Das ist eine der größten Lügen des Teufels, mit dem das Volk Gottes beraubt wurde. Hab einen Abstand, mach einen Riesenbogen, das könnte gefährlich sein. Mit dem Heiligen Geist, da weiß man nie so, was da passiert. Und vielleicht kommt da auch der Schwarmgeist und hüte dich vor dem Schwarmgeist. Hast du schon mal deine Bibel studiert, was der Schwarmgeist macht? Nein, weil es den gar nicht gibt. Hallo? Es gibt religiöse Geister. Aber was der Schwarmgeist ist, das ist die evangelikale Definition vom Schwarmgeist. Das ist ein teuflisches Imitat vom Heiligen Geist. Der wirkt genau wie der Heilige Geist. Der bringt all die Früchte hervor, die der Heilige Geist bringt. Liebe zu Jesus, Liebe zum Wort, Liebe zu einem heiligen Leben, Liebe zum Zeugnis geben. Alles genau wie der Heilige Geist. Bloß am Ende wirst du feststellen, wenn du dann in der Ewigkeit bist, es war ein teuflisches Imitat. Das ist totaler Irrsinn. Jeder böse Geist kommt, um dich wegzuführen von Jesus, wegzuführen von der Wahrheit des Wortes, wegzuführen von einem heiligen Lebensstil. Der kommt nicht einfach und produziert das heilige Leben, sondern der kommt, um dich wegzubringen, um dich wegzuziehen, um dich in die Irre zu bringen. Einen solchen Schwarmgeist, wie die ihn definieren, den gibt es nicht. Und den wird es auch niemals geben. Und nur die Brüder, die glauben, die Geistesgaben haben aufgehört, die haben dann die Gabe der Unterscheidung und können erkennen, das ist der Schwarmgeist. Und dann musst du dich davon lossagen und dieses ganze Zeugs. Gerade jetzt vor kurzem, bevor ich hierher kam, hat mich eine Neubekehrte angerufen. Ja? Aus der Esoterik, Jahrzehnte in der Esoterik, von nichts eine Ahnung. Ohne Vorgeschichte, ohne Vorwarnung, ohne irgendwas. Sie ist in der Küche und die Kraft Gottes kommt und fegt sie vom Stuhl und sie liegt auf dem Boden über lange Zeit und sie weiß, Jesus ist in meiner Küche. Jesus selber kam in ihre Küche und sie war da auf dem Boden, wie Saulus von Tarsus, einfach zu Boden geschlagen. Und als sie aufstand, war sie ein Kind Gottes. Halleluja. Und dann wurde sie erfüllt vom Heiligen Geist und dann geht sie in die Gemeinde und denkt, Halleluja, die sind alle so. Und dann, Schwester, Hilfe, was machst du? Das ist verkehrt, komm in die Seelsorge, wir setzen dich davon frei. Du musst dich lossagen, das ist der böse Geist, das ist der Zungengeist, das ist der Schwarmgeist. Ja, hallo, wo sind wir denn hier? Gehen wir nach Bibel oder nach menschlicher, dämonisch-religiöser Weisheit von irgendwelchen Leuten, die das Wort selber nicht kennen? Jesus sagt, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Schriften nicht und den Heiligen Geist. Und wir gehen nach der Schrift, da ist kein Schwarmgeist, der in perfekter, undurchschaubarer Weise den Heiligen Geist imitiert. Das gibt es nicht. Der Teufel ist nicht blöd und macht nicht Menschen, dass sie Jesus mehr lieben und heiliger werden. Der will sie in die Gosse ziehen, in den Dreck, in den Schmutz, in das Böse, aber nicht in Reinheit und Heiligkeit und Anbetung und ins Wort. Das ist nicht der Teufel. Und wenn wir den Heiligen Geist haben, ist er unser Lehrer und er führt uns in alle Wahrheit und er lässt uns diese schrecklichen und manchmal so plausibel erscheinenden Warnungen durchschauen. Und wir sehen, das sind arme Menschen und sagen, Herr, erbarme dich, öffne ihnen die Augen, zeig ihnen die Schrift, lass sie Erfahrung machen mit dem Heiligen Geist. Aber wir sind nicht irritiert, wir sind nicht durcheinander, wir sind nicht verwirrt. Wir sind nicht irgendwie aus der Bahn geworfen. Als Jesus mir erschienen ist vor fast 45 Jahren, jetzt im November, 23. November, da sind es 45 Jahre. Er war so nah, er war so da, er war so real. Kein Mensch musste mir sagen, du, vielleicht ist das die Gegenwart Gottes. Ich wusste, Jesus ist da. Und er sprach zu mir und seine Worte haben so eine Wärme verbreitet, so einen Frieden, so eine Geborgenheit und die waren sanft, aber voller Kraft. Und er war da, über Stunden war er da in meinem Zimmer und ich habe immer gesagt, Jesus, du bist hier, wie gebe ich dir mein Leben? Stell dir mal vor, das war meine Frage, wie gibt man sein Leben Jesus? Und er hat immer nur eins gesagt, fahr zu deinen Freunden da auf dem Bauernhof da draußen. Ich sage aber, Jesus, ich weiß nicht, ob ich da lebendig ankomme. Du bist hier, du kannst doch jetzt reden, ich höre dich doch, du redest zu mir. Sag mir doch, wie ich mein Leben geben soll. Ich mache es jetzt gleich sofort hier. Und er sagt immer nur genau dasselbe, fahr zu deinen Freunden auf dem Bauernhof. Das war so 10 Kilometer außerhalb der Stadt. Immer wieder dasselbe. Ich sage, ich verstehe nicht. Aber er hat nicht gesagt, gar nichts gesagt. Immer nur gesagt,
fahr dahin. Und irgendwann merke ich, ich kriege keine anderen Antworten, dann bin ich dahin gefahren. Unter heftigsten Widerständen, die ich jetzt nicht im Näheren erklären möchte, aber ich weiß eins, der Teufel kann Motorroller fahren, das weiß ich. Ich war bei diesen Leuten. Und dann habe ich gesagt, wie gibt man sein Leben Jesus? Und dann haben sie gesagt, was, das ist deine Frage, ist doch total einfach. Du sagst einfach, Jesus, komm in mein Leben. Ich sage, was? Das ist alles? Ja, das hätte ich ja schon vor Stunden zu Hause machen können, hätte ich mir diese stressige Dämonentour irgendwie sparen können. Ja. Ich sage, mache ich das jetzt? Ja, dann sagen sie, dann mach das jetzt. Ja, also du musst sagen, Jesus, komm in mein Leben. Ich sage, okay, bin bereit. Und ich machte so, komm in mein Leben. Und ich sage, Leute, ich kann nicht reden. Ja, wie, du redest doch. Ja, aber diesen Namen kann ich nicht aussprechen. Ich kann diesen Namen nicht aussprechen. Meine Lippen waren wie zugenäht. Und dank sei Gott, dass das Jungs und Mädels waren im Heiligen Geist. Die haben gesagt, alles klar, wir verstehen. Nicht, wir schreiben den Überweisung zum Psychiater. Ja, sondern wir verstehen, setz dich auf den Stuhl. Und dann gingen die um mich herum und beteten in eine Sprache, die ich nicht verstand. Ich dachte, was ist denn das hier? Könnt ihr alle Hebräisch oder was? Ja. Aber wenn die gesprochen haben, es hatte dieselbe Qualität, wie Jesus davor in meinem Zimmer war. Es war sanft, es war Licht, es war kraftvoll, es war warm, es war einfach absolut wohltuend. Und sie gingen um mich herum, immer im Kreis, und haben mir diese Sprachen gebetet. Und ich sage, Leute, ich habe keine Ahnung, was ihr macht, aber das tut mir gut, macht weiter. Und dann haben sie weiter gebetet und an einem bestimmten Punkt spitzte sich etwas zu und etwas Schwarzes, Hässliches, Garstiges, Böses ist aus mir herausgeschossen wie eine Rakete. Und ich war auf dem Boden und ich sagte, Jesus, danke, danke, danke. Und ich war Kind Gottes. So, wenn du mir erzählst, dass dein Schwarmgeist, der Zungengeist, Halleluja, der Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der hat diesen wunderbaren Heiligen Geist gegeben und ich weiß, wie Jesus sich anfühlt, ich weiß, wie der Heilige Geist sich anfühlt. Ich lasse mich nicht irre machen vor diesen Schwätzern, die Gott selber nie erlebt haben, die alles studiert haben, die alles aus Büchern sich geholt haben und von anderen gehört haben über den Schwarmgeist. Wer hat denn den Schwarmgeist schon mal gesehen? Die haben nur gehört, es gibt ihn und der ist ganz schlimm. Oh, vorsichtig. Das ist alles, was sie wissen. Hallo, hallo. Wir müssen ihn kennenlernen, Gemeinschaft haben. Und wenn er dann sich meldet, dann wissen wir, es ist der Heilige Geist. Und wir sollen eine Hingabe machen, eine Verpflichtung. Ich will dir gehorchen. Hilf du mir, gehorsam zu werden deiner Stimme gegenüber. Und manchmal sagt er uns Dinge, die sind nicht angenehm oder die sind nicht einfach. Oder er gibt uns Aufträge oder er überführt uns von Sünde. Ich war einmal in Bad Gandersheim, große Versammlung, 400 Leute und ich lehre da tagelang. Und irgendwann, die Salbung floss so und ich fing an, übermütig zu werden. Und ich war nicht mehr bedacht, was ich da erzähle. Und ich habe eine Geschichte aus meinem Leben erzählt. Und dann habe ich ein kleines, aber sehr amüsantes Detail dazu gedichtet. Es war gelogen. Und ich wusste es, als es aus meinem Mund war, das geht überhaupt nicht. Und mit Ach und Krach habe ich mein Teaching zu Ende gebracht und schlich auf mein Zimmer. Und ich war wie ein geprügelter Hund. Und ich wusste, es war verkehrt. Ich habe gelogen. Ich habe etwas erzählt, was einfach nicht den Tatsachen entspricht. Und sage, oh Herr, es ist so schrecklich. Bitte vergib mir. Der Himmel war aus Beton. Ich sage, Herr, hast du gehört? Vergib mir, es war falsch. Der Himmel war aus Beton. Da war nichts. Vorher noch das Angesicht Gottes lächelt und strahlt über mir. Jetzt der Himmel war aus Beton. Und ich habe ein paar Mal versucht mit der Vergebungstour. Hat nicht funktioniert. Der Beton ging nicht weg. Und dann habe ich überlegt, ich habe genau gewusst, was er will. Ohne Worte habe ich gewusst, was er will. Ich muss an den Ort der Lüge zurück und muss denselben Leuten, denen ich die Lüge gesagt habe, jetzt die Wahrheit sagen. Und ich habe gesagt, okay, ich lege mich fest. Morgen, wenn ich meine Lehre fortsetze, das Erste, was ich tun werde, ich werde meine Sünde bekennen, ich werde erzählen, dass ich gelogen habe und ich werde um Vergebung bitten. Und als ich das festgemacht habe, der Beton war weg und das Angesicht Gottes leuchtete wieder. Und es war alles wieder gut. Und ich habe es am nächsten Morgen gemacht und war gut.
Lass uns das festmachen, egal was es uns kostet. Wir wollen ihm gehorchen. Wir wollen sein Bote sein. Wir wollen uns von ihm gebrauchen lassen. Wir wollen mit ihm gehen. Er ist der wunderbare Heilige Geist, unser Helfer. Und er hat so interessante Dinge für uns. Und er will uns in all das hineinführen, was Gott vorbereitet hat. Ohne den Heiligen Geist werden wir da niemals kommen. Ohne den Heiligen Geist werden wir unsere Berufung nicht wirklich klar sehen und werden wir nicht in unsere Berufung hineinkommen. Wir brauchen den Partner, den Helfer, den Lehrer, den Tröster, den Disziplinierer, den Trainer. Wir brauchen den Heiligen Geist. So, wenn das für dich neu ist, fang an, eine Beziehung zu haben. Wie entwickelt man eine Beziehung mit dem Heiligen Geist? Ein Vorschlag wäre, setz dich in den Stuhl, mach den Fernseher aus, mach den Computer aus, schalt dein Handy ab, setz dich dahin und dann mach dir bewusst, da drin ist er. Da ist er. Aus der Mitte der Gedärme, sagt die Schrift. Der Heilige Geist, wer den Heiligen Geist kennt, weiß, der ist nicht hier oben. Der ist hier. Da ist er. So, dann setz dich hin und sag, da ist er drin. Und statt weiter über ihn nachzudenken und über ihn zu reden, sag, Heiliger Geist, ich sehe dich nicht, ich fühle dich nicht, ich spüre dich nicht, aber ich weiß eins, du bist da. Woher weiß ich das? Weil Jesus gesagt hat, er kommt und er bleibt. Er kommt und er bleibt und deswegen ist er jetzt da und er ist in mir und sagt, Heiliger Geist, du bist da. Ich würde dich gerne kennenlernen, kannst du mir helfen, dich kennenzulernen? Und ein guter Weg wäre, ihm all das, und so habe ich begonnen, all das, was ich in der Schrift finde über den Heiligen Geist, das habe ich ihm gesagt. Sagst du, wie? Hat er doch selber geschrieben, das weiß er doch. Nein, ich habe es so gemacht. Heiliger Geist, du bist mein Lehrer. Und ich erlaube dir, mein Lehrer zu sein. Und ich erkenne dich an. Und ich will dich kennenlernen. Und ich danke dir, dass du mich lehrst. Und dass du dein Werk in mir tust. Und ich will dich immer ehren. Und ich will dich immer mehr lieben. Und ich will dir Raum geben. Und ich will merken, wie du dich bewegst in mir. Ich will deine Hilfen wahrnehmen. Und ihm immer wieder gesagt, ich räche mit dir. Ich vertraue dir. Ich glaube dir. Und ich habe es mir zur Regel gemacht. Jedes Mal. Ob das öffentlich ist oder privat im Gespräch oder sogar auch allein, jedes Mal, wenn ich erlebe, das war jetzt nicht auf meinen Mist gewachsen, das war jetzt wirklich ein Geschenk, eine Gabe vom Heiligen Geist. Er hat mir etwas gegeben. Dann gehe ich hin und bedanke mich und ehre ihn und erkenne an, er ist der Geber aller guter Gaben. Und das hat er mir nicht gegeben, weil ich ihn beeindruckt habe und weil er gesagt hat, ach, der Junge ist so treu und den müssen wir jetzt belohnen. Er tut das, weil er ein Belohner ist. Halleluja. Und ich bedanke mich bei ihm. Ich nehme mir Zeit und sage, wunderbar, du hast mir geholfen. Du hast mich gesegnet. Du hast mich beschenkt. Du bist so fantastisch. Ich liebe dich und ich will dich noch mehr lieben. Und das sage ich ihm immer und immer und immer wieder. Und er wird anfangen, sich bemerkbar zu machen in deinem Leben. Er wird anfangen, auf eine Art und Weise zu dir zu reden und dir Dinge zu zeigen, dass du weißt, das ist jetzt der Heilige Geist. Und du machst ihm Raum, du verneigst dich. Eine andere Möglichkeit, von der ich sehr viel Gebrauch mache, besonders in Vorbereitung auf Dienste, ich koste meine Hilflosigkeit aus. Ich fühle mich leer, ich fühle mich schwach, ich fühle mich unfähig. Ich denke, meine Güte, wie soll das gehen? Ja? Aber du bist da und du wirst mich füllen. Du wirst mir geben, was ich brauche. Du bist treu. Du bist treu und du wirst das tun, weil du diese Menschen lieb hast und weil du ihnen etwas geben möchtest. Und ich rechne mit dir und ich komme nicht in Panik wegen dieser überwältigenden Woge von Lähmung und von Unfähigkeit, die ich manchmal für Tage verspüre. Ich komme nicht in Panik. Du bist da. Du wirst kommen. Du wirst dich zeigen. Du wirst wirken, weil du Menschen liebst und weil du es liebst, Menschen zu ermutigen und weil du es liebst, Licht zu geben und weil du der Helfer bist. Und ich vertraue dir und ich koste diese Hilflosigkeit aus, aber ohne in Verzweiflung zu gehen. Da ist die Hilflosigkeit, aber da ist Händchen halten mit ihm und du bist da und du machst es gut und ich vertraue dir. Halleluja.
Und durch ihn kommt die Freude, durch ihn kommt die Hoffnung, durch ihn kommt die Zuversicht, durch ihn kommt die Gewissheit, du verschwendest nicht dein Leben für nichtige Dinge, sondern du tust etwas Wesentliches. Das muss nicht bedeuten, dass andere das wahrnehmen, dass andere es, vielleicht bist du gerufen zu einem Fürbitter und du schlägst die Schlachten und kein Mensch weiß davon. Und der Heilige Geist sagt, erzähl es niemandem, weil er dich kennt. Wenn du das erzählen würdest, was da für Schlachten durch dich passiert sind, du würdest dich erheben. Und er sagt, ich brauche dich, aber halt deine Klappe und rede nicht drüber. Aber der Tag kommt, wo du öffentlich belohnt wirst. Da wird dein Name ausgerufen, dann trittst du vor und dann kriegst du die Belohnung. Halleluja, dieser Tag kommt. Ja. Und wir müssen uns entscheiden, wollen wir jetzt ein bisschen Ehre ansehen oder boah, ist der geistlich vom Menschen hören oder wollen wir von Jesus hören? Komm. Du treuer Knecht, komm rein in die Freude deines Herrn. So lockt er uns. Halleluja. Und diese Freude, die Jesus hat, ist absolut gewaltig und unaussprechlich. Und damit lockt er uns, dass diese Freude in ihm vollkommen werden soll. Durch den Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Im Heiligen Geist. Halleluja. Vater, wir danken dir für diese kostbare Gabe. Wir danken dir für unseren Helfer, unseren Tröster und Freund und Lehrer und Beistand. Und wir wollen wirklich mit aller Entschiedenheit vorwärts drängen in tiefere Dimensionen. Das sind noch so viele Geheimnisse, so viele Dinge in der unsichtbaren Welt, die wir noch gar nicht kennen, die wir noch nicht entdeckt haben. Aber wir sollen sie entdecken und wir werden sie entdecken, weil du sagst, da wird am Ende, bevor Jesus kommt, eine gewaltige Gemeinde sein in der Kraft des Heiligen Geistes. Und viele werden sehen, das kann nur Gott sein, dass diese Botschaft und diese Beglaubigung, diese Zeichen und Wunder, das kann nur Gott sein. Es ist der wahre Gott, es ist die wahre Botschaft. Das ist die Botschaft Gottes an die Menschen. Da willst du uns hinbringen in diese Dimension. Und jetzt sind die Zeiten der Vorbereitung und jetzt ist Zeit, diesen wunderbaren Helfer, den Heiligen Geist, Gott, den Heiligen Geist kennenzulernen. Wir danken dir für diese Gnade. Und wir sagen dir, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Überzeuge uns bis ins Innerste, dass wir völlig hilflos sind in geistlichen Dingen, ohne dich, ohne deine Hilfe. Und gib uns große Erwartung, dich zu entdecken und kennenzulernen und mit dir eine Freundschaft und eine Partnerschaft zu entwickeln. Zum Segen für andere und zur Ehre unseres wunderbaren Gottes. Amen. Amen. Amen.